Dies ist die Via Appia. Die berühmteste Straße, die nach Rom führt, so wie alle Wege nach Rom führen. Auf dieser Straße marschieren seine siegreichen Legionen. Das kaiserliche Rom ist der Mittelpunkt des Imperiums, ist unumstrittene Herrin der Welt. Aber mit dieser Machtfülle kommt unausweichlich die Korruption. Der Mensch ist auf Gnade oder Ungnade dem Staate preisgegeben. Mord ersetzt Gerechtigkeit. Die hilflosen Untertanen eroberter Länder sind der Knechtschaft ausgeliefert. Hoch und niedrig werden gleicherweise römische Sklaven, römische Geiseln. Es gibt kein Entrinnen vor Peitsche und Schwert. Es scheint unglaublich, dass irgendeine Macht der Welt die Grundfesten dieser Pyramide aus Gewalt und Korruption, aus menschlichem Elend und Sklaverei erschüttern könnte. Doch 30 Jahre vor diesem Tag war ein Wunder geschehen. In Judäa starb an einem römischen Kreuz ein Mensch, um die Menschheit zu befreien, um das Evangelium von Liebe und Erlösung zu verbreiten. Bald wird dieses bescheidene Kreuz die stolzen Adler ersetzen, die jetzt die siegreichen römischen Standarten krönen. Dies ist die Geschichte jenes unsterblichen Kampfes. Im Frühsommer des Jahres 64 nach Christi Geburt, unter der Regierung des Antichristen, den die Geschichte als Kaiser Nero kennt, befindet sich die siegreiche 14. Legion auf dem Marsch zurück nach Rom, unter dem Befehl eines gewissen Marcus Vinicius. Doch von den Bergen können wir Rom sehen. Du hast gelebt wie ein Scheusal. Nun stirb wenigstens wie ein Kaiser. Von eigener Hand. Ich wollte kein Scheusal sein. Die Götter haben es gewollt. Jetzt oder sie finden dich hier. Ist dies denn das Ende von Nero? Ja, mein Herr. Erst Herr der Erde sein, dann mein eigener Henker. Schnell! Oh, wie trübe und reizlos wird das Leben für Sie werden ohne mich. Wie können Sie leben in dieser Welt? Wie können Sie es darin aushalten? Jetzt, mein Herr! Hilf mir, Akte. War es, als Petrus und ich nach Rom umkehrten. Hier hat der Herr zu ihm gesprochen. Ein geweihter Ort.